Hey, was geht ab? Schön, dass du eingeschaltet hast. Chris hier. Und wir sprechen über die Tatsache, dass Motivation eine Bitch ist. Und Motivation, ja, Leute sprechen viel über Motivation. Und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Motivation weniger wichtig ist für den Erfolg, egal in welchem Bereich, Studium, Schule oder wie bei uns beim Sport, Fitness oder Kampfsport. Sondern andere Dinge, ja. Um was es da geht, erfährst du jetzt hier in diesem Video. Wir beginnen mit der Definition. Was ist überhaupt Motivation? Ja, jeder sagt, ja, so, was weiß ich, schwammig ausgedrückt, so die Lust, irgendwas zu machen, ja. Aber so ist es nicht ganz, ja. Wir gehen mal ins Gabler Wirtschaftslexikon und schauen uns mal eine wissenschaftliche Definition an, ja. Was ist Motivation? Der Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und der dafür sorgt, dass diese Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität des Ziels beibehält. Ja? Das wäre jetzt eine wissenschaftliche Definition. Ja? Jetzt ist natürlich so die Frage, okay, ja, jetzt wissen wir das, aber was ist jetzt trotzdem Motivation, ja? Okay, es geht um das Verfolgen eines Motivs, ja? Was kann dieses Motiv sein? Je nachdem, bei einem Studium kann es Geld sein, guter Job, wie auch immer. Bei einem Kampfsport, wie bei uns, kann es sein Erfolg, Fitness, ja? Ausgleich zum Alltag zu finden, zum Stressigen, ja? Genau, das könnten Motivationsziele sein, ja? Oder Motive, besser gesagt, ja? Aber das Hauptproblem, was ich sehe bei der ganzen Sache in der Praxis, ja, weil die Wissenschaftler, ne, die sind natürlich immer ganz motiviert, hier Definitionen rauszuhauen, aber für die Praxis taugt es halt oft überhaupt nichts, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ne. Viel Gelaber und wenig kommt am Ende raus. Ja. Denn Motivation gibt es zwei Arten. Das ist die intrinsische Motivation. Ja, ich will nicht so viel so wissenschaftlich werden, aber die zwei Sachen zeige ich noch. Intrinsische Motivation, ja, kommt aus dir von innen. Ne? Zum Beispiel, was ich, du beschließt, du willst jetzt irgendein Ziel erreichen, das ist dir wichtig, du spürst, Kampfsport ist das Richtige für dich, wie auch immer. Und extrinsische Motivation, ja, was weiß ich, jemand von außen sagt, du musst das jetzt machen. Ja? Intrinsische Motivation ist natürlich besser, ja, und wie soll ich sagen, langanhaltender als extrinsische Motivation, ne? Weil extrinsische Motivation kann auch manchmal so eingebildet sein, ja, oder durch Influencer oder irgendwelchen anderen Scheiß, ja, in die Hirne der Menschen reingebracht werden, ja? Und das Problem ist trotzdem, wenn das sich für die nicht gut anfühlt, dann geben sie ganz schnell wieder auf, ja. Aber Motivation ist eine Bitch, heißt dieses Video, und ich sage euch auch warum, ja. Weil Motivation ist ähnlich, ja, wie so, wenn man jetzt einen neuen Partner oder Partnerin trifft, ja, man sagt so, ey, Mensch, ich bin so verliebt, weil der oder die so geil ist, so gut ausschaut, was er sich so sich gut präsentiert, sich schön anziehen kann. Ja. Aber diese Erstreize, ja, diese erste Motivation, die ist im Laufe der Zeit natürlich relativ schnell weg. Ja. Nach einer Zeit geht es dann mehr darum, wie schaffe ich es mit dem Partner oder der Partnerin im Alltag Routinen zu etablieren. Ja? Und genau das ist der Punkt, ja? Weil auf Motivation, wenn wir mal ehrlich sind, ist halt echt geschissen. Ja? Zumindest langfristig. Ja? Weil was euch stark macht und erfolgreich im Erreichen eurer Ziele, ist der Fokus auf die Routine. Ja? Routinen sind einfacher, weil sie eben nicht von der Motivation abhängen. Ja? Wenn ich irgendwas schaffe, routiniert, also immer wiederholend in meinen Alltag einzubauen, dann ist das viel einfacher. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage so, oh, habe ich heute Lust zum Training zu gehen? Oder habe ich heute keine Lust zum Training zu gehen? Ja? Oder habe ich heute Lust in die Uni zu gehen? Oder ist das der richtige Studiengang für mich? Oder gefällt mir die Arbeit? Ja? Oder was weiß ich, wenn ich jeden Tag mir über so eine Scheiße Gedanken mache, ne? Dann bin ich echt die ärmste Sau von allen, ja? Weil diese Motivation oder diese Lust, sage ich mal, die schwankt natürlich. Ja? Das heißt, das ist scheiße, sich davon abhängig zu machen. Ja? Also meine Erfahrung ist, das ist wirklich extrem schlecht, sich von Motivation abhängig zu machen. Motivation kann eine Initialzündung sein, aber danach sollte man der Routine folgen. Ja? Und einfach dann ganz pragmatisch mal nach einer Zeit, sagen wir mal nach einem Jahr, nach zwei Jahren, mal die Ergebnisse überprüfen, ja? Und dann ganz pragmatisch sagen, okay, erreiche ich meine Ziele so mit dieser Routine oder nicht. Ja? Aber wenn ich mir jeden Tag selber frage,
habe ich heute Lust oder nicht oder dies oder das, ja, dann kommst du nicht weit. Ne? Das ist einfach mal eine Tatsache. Ja? Weil die Motivation, die ist, wie gesagt, manchmal schlecht drauf, manchmal gut drauf. Du hast keine Ahnung, ja? Wie das Wetter ist. Bei manchen geht es nach dem Wetter, beim nächsten geht es, wie die Freundin drauf ist. Beim übernächsten geht es, was weiß ich, ob er Gehaltserhöhung kriegt. Aber es ist halt, ob er gut drauf ist oder nicht. Aber es ist eben nicht jeden Tag gleich. Ja? Aber Routinen bringen es. Ja? Es geht darum, Routinen zu etablieren und sich eben nicht auf diese kurzen Strohfeuer der Motivation zu verlassen. Ja? Okay, wenn wir ein Ziel haben, wir legen es fest und dann machen wir ein sogenanntes Reverse Engineering. Ja? Ich sage, okay, das ist das Ziel, da will ich hin. Ja? Jetzt überlege ich, wo bin ich? Hier, okay, ich hatte jetzt eine kurze Motivation, dahin zu kommen. Ja? Okay, jetzt stelle ich mir vor, ich bin an dem Ziel, okay, was hat es gebraucht, um dahin zu kommen? Ja? Und jetzt versuche ich, gute Gewohnheiten mehr auszudenken und einen guten Rhythmus, eine gute Routine zu finden, um eben dahin zu kommen, ja, zu dem Ziel. Ja. Und so funktioniert es. Ja. Aber Motivation also ist absolut eine Bitch. Heute hat sie Lust, morgen nicht. Keine Ahnung, ist für den Arsch. Ja. Ich stelle mir immer früher vor, was mein Opa gesagt hat. Ne, der ist 1918 geboren und ist auf einem, also hat auf einem Bauernhof gelebt. Da bin ich auch ein paar Jahre mit aufgewachsen in meiner Kindheit. Und da war sehr viel Arbeit zu tun. Ja. Und wenn der sich jeden Tag überlegt hat, habe ich heute Lust, die Hühner zu füttern oder irgendwelche Tiere auszumisten oder was weiß ich, die Ernte einzuholen, wenn gerade Erntezeit war, Kartoffeln, ne, auf dem Feld aufzulesen oder zu ernten, wie auch immer, da hätte nichts funktioniert. Ja. Also es geht bei erfolgreichen Sachen geht's nicht um die Motivation, sondern um die Routine. Ja. Genau. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht das Opfer wird von Routinen und muss sie natürlich auch ab und zu mal überprüfen. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es eben darum, mal zu verstehen, weil das war mein Anliegen jetzt mit diesem Video, mal klarzustellen, weil jeder Motivation, Leute kommen zu mir und sagen, ah, ich habe meine Motivation für Training verloren, aber eigentlich ist das, haben die einfach nur, ne, sind das kleine Pussys, die einfach nicht schaffen, hart zu sich selber zu sein, wenn es mal keinen Spaß macht. Ja? Und das ist aber, wie man Ziele erreicht, ja? Auch das zu machen, was zu machen ist, um das Ziel zu erreichen, auch wenn es keinen Spaß macht. Ja? Da gibt es eine gute Reportage auf Netflix aktuell und die von Arnold Schwarzenegger. Ja? Und da kann man sehr viel drüber lernen. Ja? Der war ja erst Bodybuilder, hat da sehr viel Zeit und Energie investiert und ist dann ja Filmstar und Politiker geworden. Ja? Und der zitiert auch ein paar Phrasen von seinem Vater, was der Vater vom Arnold zu ihm gesagt hat. Und eins davon war zum Beispiel, überleg dir nicht, ob du Lust hast, jeden Tag irgendwas zu machen, sondern überleg, du bist jetzt hier, du lebst, ja, und was kannst du jetzt tun, dass du anderen Menschen irgendeinen Nutzen bringst, ja, mit deinem traurigen Dasein. Ja? Also war jetzt nicht so wirklich 1:1, aber sinngemäß wiedergegeben. Ja? Und daran sehen wir, ja, sehr erfolgreicher Typ, in seine 70er, glaube ich, mittlerweile. Ja? Und sagt euch jeder, ich bin auch ein bestes Beispiel dafür, ich habe auch nicht jeden nach Bock, ja? Aber ich komme hier rein, sperre früh auf, mach die Sachen, die zu tun sind, ja? Überleg mir, wie geht es weiter, wie etabliere ich Routinen, wie schaffe ich es, neue Kurse zu etablieren, ja? Und wie schaffe ich die Leute zu fördern und immer wieder neue Impulse zu geben. Ja? Bei mir ist es auch immer hart, ja? Ich mache Weiterbildungen manchmal am Wochenende, nachdem ich hier, was weiß ich, 60 Stunden hier, 70 Stunden manchmal auf Arbeit war. Ja? Und dann habe ich kein Wochenende, setze mich hin oder lasse Trainer kommen und bilde mich weiter fort. Ja? Macht es Spaß? Na, scheiße, nein. Ja? Aber der Weg zum Erfolg ist eben durch Härte geprägt und dadurch mal hart zu sein und sich nicht wie eine kleine Pussyhalter zu verhalten, sondern einfach mal, wie gesagt, Härte gegenüber sich selbst zu demonstrieren, ja, und mal zu sagen, ich habe jetzt gar keinen Bock darauf, aber ich habe mich für den Weg entschieden, deswegen gehe ich den jetzt erstmal, ja, bis ich das Ziel erreicht habe. Habe ich das Ziel erreicht, dann kann ich wieder was anderes machen. Ja. Und das ist, denke ich, was unserer Gesellschaft extrem fehlt, ja, dass man einfach jeder Unlust nachgibt, ja, und jedes Mal irgendwie so wie ein Kindergartenkind, ah, nee, ich will jetzt nicht, ne? Aber deswegen haben wir auch so viele Studienabbrecher, deswegen haben wir so viele Leute, die nichts mehr reißen in der Gesellschaft, ja? Die zu Firmen hingehen und große Einstiegsgehälter fordern und nachher nichts abliefern, ja? Und sofort krank sind, wenn sie mal 3 Überstunden machen müssen. Ja? Aber ich will da nicht zu tief ins Thema gehen, das wäre ein Thema für ein ganz anderes Video, aber wir machen hier nichts Politisches, deswegen. Aber
Wie gesagt, das ist der Hintergrund. Wenn du das Prinzip verstehst, dass Routine immer Motivation schlägt, dann wirst du erfolgreich, egal in welchem Bereich. Ja? Also stay safe und bis zum nächsten Mal, Coach Chris.